Heute habe ich euch mal ein kleines Schwimmprogramm zusammengestellt. Das ist mein liebstes Einschwimmen und noch ein bisschen hinten dran. Und zwar fangen wir an mit 300 Metern Kraulschwimmen bzw. freie Wahl. Da können nochmal 50 Rücken mit drin sein, einfach um die Arme ein bisschen aufzulockern. Gefolgt von 200 Metern Pull, das heißt mit einem Pullboy, Arme fokussiert und 100 Meter Beine. Das kann man ein- bis zweimal schwimmen. Dann gehen wir klassischerweise in 15 mal 50, das heißt 3 mal 5. Hier muss man ein bisschen aufpassen, und zwar sind die letzten 5 die schnellsten. Da macht man eine kurze Abgangszeit. Das kann man individuell wählen. Für mich sind das 40 Sekunden, für dich sind das vielleicht 60. Das musst du also genauso wählen, dass du zwischen 3 und 5 Sekunden Pause hast. Dann kannst du den Rhythmus der anderen 50er bestimmen. In meinem Fall wären das jetzt 5x50 technische Übungen in 60 Sekunden Abgang, 5x50 auf minimale Züge, soll heißen, ich zähle meine Züge und versuche sie zu minimieren, alle 50 Sekunden Abgang, die letzten 5x50 in 40 Sekunden in meinem Fall. Dann macht ihr noch 50 locker hinten drauf und habt somit eine kleine Serie von 800 Metern. Dann könnt ihr entweder ausschwimmen oder vielleicht noch 6x100 Meter Kraul hinten ransetzen. Und zwar würde ich die gesteigert schwimmen von 1 bis 6. Das heißt, der erste ist der langsamste und der letzte ist der schnellste. Für mich geht es mit 9x300 weiter und dann noch ein kleines Ausschwimmen. Aber ich habe ja auch heute auch sonst nichts mehr zu tun. Viel Spaß, euer Frodo.